Professorin al-Rashid gehört einem kleinen Kreis Gelehrter an, die nicht der offiziellen Geschichte der Politik der Region und Saudi-Arabiens folgen, Geschichten, Erzählungen, die oft von saudi-arabischen Alliierten erzählt werden und die auch verbunden sind mit den wirtschaftlichen Interessen, besonders mit der Ölindustrie dort, die viele Co-Interessen auf der Halbinsel fördert. Sie spricht sehr direkt und unabhängig, so sehr unabhängig, dass sie ihren Pass verloren hat. Die Saudi-Behörden haben ihren Pass zurückgezogen. Sie hat also keine volle Bürgerschaft mehr, nicht wegen politischer Aktivitäten, sondern einfach wegen ihres Gelehrtseins. Es gibt auch Saudis, die ins Gefängnis gesteckt wurden, einfach nur weil sie ihre wissenschaftlichen Publikationen besessen haben. Heute Abend spricht sie über das Thema die saudi-arabischen Interventionen im Nahen Osten und die Konsequenzen für die lokalen Bevölkerungsgruppen. Ein herzliches Willkommen für Professorin al-Rashid. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Ich freue mich, heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist wirklich eine besondere Gelegenheit. Zum ersten Mal bin ich in Zürich, zum einen. Und dann möchte ich bei dieser Gelegenheit CSI danken, dass ich zu Ihnen sprechen darf über meine Forschung und meine Arbeit. Danke an John Eibner, der diese Reise organisiert hat. Es war sehr angenehm und es freut mich sehr, hier zu sein. Was ich vorschlage für heute, ist, dass ich über einen Aspekt meiner Forschung spreche. Ich habe kürzlich so geschaut, was in der arabischen Welt seit des arabischen Aufstands, einige nennen es Aufstand, an der Revolution geschehen ist und die Rolle Saudi-Arabiens, indem sie entweder die Pläne durchkreuzen oder unterstützen von diesen Revolutionen. Ich spreche also über die regionalen Interventionen über die letzten vier Jahre und die Konsequenzen auf die örtliche Bevölkerung. Zuallererst möchte ich das Spektrum, das über die arabische Welt geschwappt ist, anschauen. Dieser arabische Aufstand hat etwas gemeinsam, obschon es unterschiedlich sich darstellte. Egal wie es anfing, die Gelehrten haben darüber spekuliert, was da diese verschiedenen Aufstände verursacht hat. Aber es gibt immer noch Fragen, die man beantworten muss. Es gibt Hypothesen, aber unser Fokus ist ganz klar auf starken Ungerechtigkeiten, die sich im 20. Jahrhundert in der arabischen Welt stattfanden. Die arabischen Aufstände waren anders als alle anderen Proteste im Nahen Osten, denn es gab eine akademische Massenpolitik, Massenproteste, die das unterschieden von früheren Aufständen. Aber es gab verschiedene Resultate in Nordafrika, wo alles gestartet ist, Tunesien und Libyen, haben wir, und ich glaube, alle von Ihnen haben das schon festgestellt, hatten wir tägliche Nachrichtendeckung. Und ich hatte große Hoffnung in diesem Moment und ich war eine der Personen, die wirklich dachten, wir würden jetzt etwas anderes erleben. Wir haben nicht mehr die Coups, die man versteckt als Revolutionen wie 1950 und 1960. Auch die arabische Halbinsel, die normalerweise als ruhige Region in der arabischen Welt betrachtet wird, da haben wir wirklich großen Protest gesehen in Bahrain, auch in Oman. Und das gab da Protestbewegungen, auch im Jemen. Aber das ist jetzt nicht neu. Im unabgesondert durch eine starke Gesellschaft und einen schwachen Staat.
Jemen hat immer gezeigt, dass sie die Autoritäten herausfordern. Dann gehen wir nach Syrien. Und dort ist immer noch ein Konflikt im Gang. Aus der Perspektive Saudi-Arabiens haben sie das vorher nie gesehen. Was sie gesehen haben, sind verschiedene arabische Leiter, Gaddafi bis Jamal Abdel Nasser von Ägypten bis Saddam Hussein, die sie herausforderten, dass sie verschiedene Ideologien einsetzen, wie zum Beispiel arabischer Sozialismus oder arabischer Nationalismus. Das war in den 1960er Jahren, als die saudische Regierung herausgefordert wurde von diesen Massenprotesten in der arabischen Welt besonders stark. Aber die Massenproteste zwischen 2010 und 2011 und weiter war ganz, ganz anders als diese Versuche in der arabischen Welt, wo sie ihren Status ändern wollten. Was wir also haben, genau nachher, besonders in Tunesien und Ägypten, ist dieser Ruf nach Veränderungen der Regierung ganz wichtig. Wir wissen, was geschah, als die Massen ihre Regierungen wählen durften. Man sagte, das wären offene Wahlen. Und Islamismus, merken wir dann, war das Ergebnis, besonders in Tunesien und auch in Ägypten mit der muslimischen Brüderschaft, die dann die Mehrheit an Sitze gewann. Es gibt viel Spekulation, warum die Islamisten gewonnen haben. Man sagt, sie seien besser organisiert als andere Gruppen, bis hin, dass sie halt Unterstützung in der Gesellschaft hatten. Viel von diesem Enthusiasmus für Veränderung stimmt es, dass die islamistischen Gruppen gut organisiert sind und dass es eigentlich eine Protestwahl war, dass sie den Status quo ablehnten vor diesen offenen Wahlen. Das war das Resultat. Aus Perspektive Saudi-Arabiens hat das Saudi-Regime sich Sorgen gemacht, dass man Alliierte verlieren würde in der arabischen Welt, besonders in Ägypten. Saudi-Arabien hat fast gedroht, hatte das Gefühl, dass Mubarak in Ägypten der beste Alliierte war und die arabische Welt einfach ohne diesen nahen Alliierten sich nicht vorstellen konnte, gerade nachdem er zurückgetreten war in Ägypten. Wie sind die Saudis auf all das eingegangen, all diese vielen Events, diese vielen Herausforderungen, die da stattfanden? Die erste Antwort von Saudi-Arabien als konservative Monarchie war, wollten sie eine Verwandlung? Wenn sie die europäische Geschichte kennen, verstehen sie, wie Monarchien normalerweise eingehen auf solche Massenproteste und Aufstände, zum Beispiel in Großbritannien und auch die Französische Revolution und was danach geschehen ist. Die erste Reaktion von Saudi-Arabien war ein Verurteilen des Aufstandes und sie sagten, das wäre ein Chaos. Sie sagten Fitna auf Arabisch, das bedeutet, sie haben den Status quo herausgefordert. Und nicht nur das, sondern sie hatten Angst vor der Transformation oder vor diesem transformativen Potenzial des Aufstandes innerhalb Saudi-Arabiens. Etwas, das diesen Aufstand so anders machte und die Auswirkung von früheren Herausforderungen 1950 oder 1960 ist das Kommen und das Vermehren von Bildern und Erzählungen über den Aufstand in sozialer Hinsicht. Saudi-Arabien ist sehr, sehr verbunden in den sozialen Medien, Entschuldigung, und sie haben Ausschau gehalten, eine ganze Generation, die vorher noch nie friedliche Demonstrationen gesehen hatten in der arabischen Welt, die waren jetzt ganz gewöhnt an diese Events, die fast täglich stattfanden, 2010, Dezember bis Januar und dann noch später.
die sahen das, die hatten Zugang durch die sozialen Medien. Das heißt, die Unsicherheit der Zukunft, dass das Hauptziel von Saudi-Arabien war, die Monarchie erhalten als Regierungsform, mindestens auf der arabischen Halbinsel zuallererst und dann später auch außerhalb der arabischen Region. Die Alliierten verlieren wie Mubarak und Binani, auf die Saudi-Arabien sich abstützte, aus verschiedenen politischen Gründen, Geheimdienst auch. Und was Saudi-Arabien dann besorgt macht in Bezug auf Ägypten, war, dass die ägyptische Öffentlichkeit sich öffnete, gerade nach der Revolution. Es gab sehr viele Proteste gegen Saudi-Arabien in Ägypten selber und das war zuvor nie geschehen während Mubaraks Regierung, weil Mubarak das nicht zugelassen hätte. Das heißt, dass das bevölkerungsstärkste arabische Land, Ägypten, obschon sie keine Ressourcen haben, sehr wichtig ist für Saudi-Arabien, weil die Saudis Angst haben vor Ägypten. Ägypten während des 20. Jahrhunderts hat auch Saudi-Arabien drei Dinge gebracht. Oder der arabischen Welt. Die Modernität. Ägypten war der Pionier, in dem Modernität durch Literatur, durch Kino und Kunst in die arabische Welt getragen wurde. Das zweite war arabischer Nationalismus. Das hat auch Sorgen bereitet in Saudi-Arabien. Und schlussendlich Ägypten selber gab diesen Dialog für die islamistische Bewegung, diese drei Dinge. Man konnte also nicht abschätzen, was kommen würde aus Ägypten, vielleicht Demokratie. Und das war sehr beunruhigend für das Saudi-Regime. Deshalb all die Anstrengungen, die dann die Situation verändern wollten. Und ich gehe später wieder darauf ein. Zu Hause hat Saudi-Arabien verschiedene Strategien eingesetzt, um die Defense hochzufahren gegen einen Domino-Effekt. Die Saudis wurden sehr aktiv in dieser Zeit und haben sich engagiert in diesen Aufruhren in der arabischen Welt und haben versucht, Kommentare abzugeben, wie wir alle auch außerhalb. Sie hatten ihre Unterstützer. Und sie versuchten, die Auswirkungen oder den Domino-Effekt zu limitieren, indem sie den religiösen Diskurs betrieben. Und die Saudis haben die religiösen Establishments mobilisiert, um Ideen zu liefern für die religiöse Meinungsbildung gegen diese friedlichen Proteste. Im Saudi-religiösen Diskurs gab es eine starke Kriminalisierung von zivilem Ungehorsam und friedlichen Protesten. Man schaute das an als etwas, das nicht erlaubt wäre von der Religion. Wenn man Aktivist ist und auf die Straße geht, dann ist das nicht eine politische Handlung, sondern eine Sünde. Man begeht eine Sünde gegen Gott und den König. Und deshalb haben die religiösen Kleriker, Ulama genannt, betont, dass Gott gehorsam sein und dem Propheten und dem König alles auf gleicher Ebene steht. Und das ist eine spezifische Interpretation in der Salafi-Tradition, besonders unter den offiziellen Gelehrten in Saudi-Arabien. Deshalb, wenn man ein Protester ist oder ein Bürgerrechtler, ist man ein Sünder, bevor man ein Dissident ist. Dann haben sie auch alle Ressourcen eingesetzt, um auf eine Art der Bevölkerung etwas zur Verfügung zu stellen und gegen diese Proteste anzugehen. Dann haben sie plötzlich Hashtag-Aktivismus gehabt und einer dieser Hashtag-Aktivismen während der ersten Monate des arabischen Aufstands war Eratik Neyafki, das bedeutet, der Lohn ist nicht genug. Also die Proteste bewegten sich von der Straße, dann das wurde jetzt ein krimineller Akt zu demonstrieren, zum Internet hin. Und dieser Art Aktivismus zeigte, dass sie zulegen wollten in ihren Gehältern. Und das ist ähnlich, was in anderen Golfstaaten geschah, besonders in den Arabischen Emiraten und Katar mit kleiner Bevölkerung. Sie wollten mehr Löhne für ihre Bürger. Und wenn man weiß, dass 60 bis 70 Prozent
der Angestellten im öffentlichen Bereich in der Regierung arbeiten, dann ist das eine gute Art, in Anführungszeichen, um das Volk zu bestechen, gehorsam zu sein. Zusätzlich zum Öl haben sie diesen religiösen Diskurs eingesetzt und dann gab es eine totale Verbannung von Demonstrationen. Wenn wir von Regimepolitik sprechen, aus der Perspektive des Regimes, die nationalen Interessen, die wollten die Sicherheit voranstellen. Die Saudis sagen jeden Tag, es ist besser, dass man dankbar sei für den Reichtum, den man hat, denn Veränderung, es gibt keine Alternative für die regierende Familie, sie geben uns wirtschaftlich Vorteile und sie geben uns Sicherheit. Um also diesen Massenprotest zu ersticken, haben die Saudis drei Strategien eingesetzt. Die erste ist die Eindämmung. Das war die erste Reaktion in Ägypten und Tunesien. Sie versuchten, die Auswirkung dieses Aufstandes in Ägypten zu limitieren. Man fragt sich jetzt, ob der Aufstand in Ägypten zum Erfolg der Muslimbrüderschaft führte. Wieso könnte ein Land wie Saudi-Arabien, das sagt, es regiere gemäß Gott als islamischer Staat, wieso wäre es gegen den Aufstieg der Muslimbrüderschaft in einem Land wie Ägypten? Ich glaube, das ist meine Interpretation, die Muslimbrüderschaft demonstrierte, dass sie bereit sind, die Regeln des demokratischen Prozesses einzuhalten, eine politische Partei zu gründen und den Diskurs der Politik anzunehmen und Wahlen durchzuführen und so an die Macht zu kommen. Wir wissen nicht, was geschehen wäre, wären sie an der Macht geblieben. Aber sie wurden abgesetzt durch den General Sisi. Und deshalb ist es für uns als akademische Beobachter schwierig zu sehen, was geschehen würde nach 4 Jahren. Also, wieso wäre dieses Modell eine Bedrohung für Saudi-Arabien? Die sagen, sie seien ein muslimisches Land und sie wollen die Scharia durchsetzen. Saudi-Arabien kann diesen Wettbewerb nicht aushalten und die Tatsache, dass Islam und Demokratie verbunden werden können. Denn, wie Sie wahrscheinlich wissen, die meisten von Ihnen, gibt es kein Königreich im Islam. Das existiert nicht, die Vorstellung eines Königreiches als politisches System im Islam. Und die Saudis möchten ein Monopol über die Anwendung der Scharia. Sie wollen nicht, dass andere Länder auch die Scharia anwenden oder anders anwenden. Also dieses Monopol über den Islam macht, dass die Saudis einzigartig sind in der arabischen Welt und gibt dem Regime eine Legitimität. Wir sind die einzigen Muslime in dieser Welt, die die Scharia anwenden können und richtig anwenden und auch den Islam. Deshalb, wenn ein anderes so wichtiges Land wie Ägypten, also demografisch gesehen sehr wichtig und auch intellektuell gesehen sehr wichtig, nun einen Weg finden, wie man Islam und Demokratie zusammenbringen kann, dann bedroht das die Saudis. Das heißt, diese Eindämmungspolitik wollte, dass man Ägypten quasi aushungerte, das heißt, die Hilfe, die Ägypten von Saudi-Arabien und anderen Golfländern bekam, wurde suspendiert bis nach dem Coup im Land. Und dann war das Versprechen von mehr Hilfe an Ägypten, das dann danach eintraf. Also, auf eine Art haben die Saudis Angst vor der Öffnung in diesem bevölkerungsstarksten arabischen Land und auch dem Öffnen dieser arabischen öffentlichen Sphäre, des öffentlichen Raums in Ägypten, wo es eine lange Geschichte vibrierender Medien gab, die unterdrückt wurden von Diktatoren. Aber die hatten diesen Samen und konnten eine Art Öffnung schaffen in der arabischen Welt, die ganz sicher vibriert haben würde über die ganze Region. Es war also wichtig, dass die Saudis Ägypten eindämmten, zuerst indem sie Hilfe zurückhielten und dann Hilfe nur so hineingossen, damit die Veränderung, die sie wollten, kam. Ich habe darüber gesprochen, wie die Angst vor der Muslimbrüderschaft
Saudi-Arabien zugelassen hat, sich schnell zu bewegen, um irgendeinen Versuch zu unterdrücken, um Islam mit Demokratie zu verbinden. Die zweite Strategie war die Kontrarevolution. Und der erste Bereich, wo es geschah, war in Bahrain. Wieder die saudischen Interessen waren es, die Monarchie zu bewahren als lebenswerte, dauerhaftes politisches System, mindestens im Hinterhof. Sie konnten es sich nicht leisten, zu sehen, dass Bahrain in die Hände von demokratischen Kräften fallen würde. Und deshalb hat Saudi-Arabien diesen Gulf Cooperation Council durch sie Truppen geschickt, um das Bahrain-Regime zu unterstützen und die Monarchie so zu bewahren als politisches System. Der Aufstand in Bahrain begann friedlich und war weiterhin friedlich und war eigentlich eine bedauerlicher Aufstand in der arabischen Welt, aber dann gab es einen langen Aktivismus im 20. Jahrhundert dort, es gab die Zivilgesellschaft, es gab Gewerkschaften und dieser Aufstand war auf eine Art die Arbeit einer sektiererischen Gruppe, als er begann. Das heißt, die Bahrainis, die wollten eine wirkliche Veränderung und eine wirkliche Partizipation. Die wollten eine gewählte Regierung. Und die Protestierenden, die waren von der schiitischen Minderheit und sunnitischen Seite auch. Ich kann nicht sagen politische Parteien, die waren nicht zugelassen, aber Gesellschaften. Sie waren Teil im Aufstand von Bahrain, gemeinsam, Sunniten und Schiiten. Aber die Saudis fühlten sich von diesem Massenprotest nur 50, 60 Kilometer weg bedroht. Auch weil der Aufstand in Bahrain nach dem 14. Februar 2011 dann überschwappte nach Saudi-Arabien, besonders unter den schiitischen Bevölkerungsgruppen im Osten des Landes Saudi-Arabiens. Und sie demonstrierten erst, um für ihre eigenen Rechte zu kämpfen und wollten gleiche Rechte wie die sunnitische Mehrheit und auch um gerechte Gerichtsverfahren zu haben, auch für die Gefangenen. Und schlussendlich wollten sie, dass ihre schiitischen Brüder in Bahrain unterstützt werden. Und das führte Saudi-Arabien dazu, eine Gegenrevolution zu unterstützen in Bahrain. Diese Obsession, die Monarchie zu bewahren, muss auch weiter gefasst werden als nur im Hinterhof Saudi-Arabiens, besonders in Marokko und Jordanien, wo Saudi-Arabien auch versprochen hatte, finanzielle Unterstützung zu geben, denn beide Länder, Jordanien auch, haben Massenproteste gehabt, um ihre Regierungen zu unterstützen. Noch wichtiger, Saudi-Arabien schlug vor, dass die Golfkooperation erweitert würde und Jemen und Marokko mit einschließen würde. König Abdallah Saudi-Arabiens hat also den Golf Council, Golf Kooperationsrat eingeladen. Das geschah dann nicht, aber die finanzielle Unterstützung fuhr fort. Und als Gegenrevolution gab es natürlich diplomatische Kanäle, um den Aufstand in Jemen zu beeinflussen, zum Beispiel. Und das war dort eine Gegenrevolution, aber versteckt als Verhandlungen. Saudi-Arabien durch Katar und andere Golfländer des Golf-Kooperationsrates nahmen Einfluss in Jemen. Das war für Saudi-Arabien nicht ungewöhnlich. Die hatten immer schon Einfluss seit 1930 ausgeübt in Jemen, als Saudi-Arabien sich da einmischte in die jemenitische Politik, indem sie entweder Stammeshäuptlinge gegeneinander unterstützte oder gegen die Regierung oder die Regierung gegen andere Dinge. Also ihre Einflussnahme war immer schon präsent. Und sie wollten Jemen schwach behalten und sie behielten Jemen so schwach, dass das noch mehr Probleme generierte, als sie eindämmen konnten. Also die Gegenrevolution als Verhandlung getarnt,
Und der Ali Abdullah Sal, der jemenitische Präsident, wurde dann abgesetzt und bekam auch Immunität zugesprochen. Er konnte dann fliehen nach Saudi-Arabien und hatte dort eine Behandlung nach seiner Verletzung und ging zurück in den Jemen mit dieser Immunität, die er bekommen hatte. Und man sieht, wie sich das zuspitzte und bis heute und wie es sich auswirkte bis heute. Dann werden wir nicht überrascht, sondern dass das Saudi-Regime auch als revolutionäre Kraft agierte, aber nur selektiv und in spezifischen Fällen. Also Saudi-Arabien stützt jetzt die Revolution. Und das Beispiel, an das ich denke, ist Syrien. Saudi-Arabien als konservative Monarchie ohne Demokratie, ohne Parlament, ohne Wahlen unterstützt Syrien, für das Al-Assad abgesetzt wird und Demokratie aufgerichtet wird in Syrien. Das ist unglaublich oder das ist speziell und es gibt drei Gründe dafür. Eine undemokratische Regierung, die jetzt das Verlangen nach Demokratie und demokratische Veränderung unterstützt, besonders in Syrien. Der Grund dafür ist ganz klar, Syrien wurde so ein Ersatz für den regionalen Krieg zwischen Saudi-Arabien und Irak. Und Saudi-Arabien, wenn Sie sich daran erinnern, hatte das Assad-Regime vorher unterstützt. Und es war nicht bis 2006 und 2008, wo das dann endete. Bashar al-Assad während der israelischen Bombardierung von Libanon, während der Hisbollah-Attacke gegen israelische Soldaten 2006, Bashar hat provokative Sprache gegen die Saudis eingesetzt und sagte, das wären nur Halbmänner. Und in einem patriarchischen Regime ist das sehr beleidigend. Die arabische Welt will nicht Halbmann genannt werden. Das ist so ein Witz, was wirklich war in Saudi-Arabien das Interesse 2003, dass Iran sich nicht weiter ausbreite in der arabischen Welt. Diese Ausbreitung der iranischen Macht im Irak nach der Invasion Amerikas war eine Bedrohung. Und zusätzlich hatten sie die Kontrolle im Libanon verloren, besonders mit dem Aufstieg von der Hisbollah im Libanon. Und die Saudis können sich jetzt nicht mehr auf eine pro-saudische Regierung in Beirut abstützen, nach dem, was mit der Hariri-Familie geschehen ist. Deshalb wurde Syrien die Brücke, die Iran mit Libanon verbindet und auch von früh an Mubarak, bevor er abgesetzt wurde, und der saudische König und der jordanische König begannen, über die schiitische Frage zu reden. Saudi-Arabien machte Lobbyismus in USA, Iran anzugreifen, aber Obama widerstand, das geschah nicht. WikiLeaks sagte, sprach über einen Brief des saudischen Königs, der der amerikanischen Regierung sagt, sie sollen den Kopf der Schlange von Iran abschneiden. Das war zwischen Saudi-Arabien und Iran, aber Saudi-Arabien wollte Iran nicht direkt angreifen, wagte sich nicht, glücklicherweise für Syrien, aber Syrien wurde dann zum Spielball. Die Türkei mischte mit und die anderen Golfländer, die eine sehr destruktive Rolle spielten. Die Intervention eines Regimes wie Saudi-Arabien mit seinen Ölressourcen führte zu größerer Militarisierung in diesem Aufstand. Und das ist nicht, um die Gräueltaten zu unterminieren des Assad-Regimes gegen die Leute in Syrien. Sie begannen ihre Demonstrationen als friedlichen Protest, haben Ägypten kopiert. Tahrir Square und anderen Orten, aber sehr schnell wurde es sehr blutig in Syrien und ist es geblieben bis heute. Also der Bürgerkrieg, was die Veränderung anbelangt, können wir sagen, es ist unwahrscheinlich, dass wir ein schnelles Ergebnis sehen. Es wird schlimmer und schlimmer.
Der Todeszoll ist unglaublich hoch und die Flüchtlingskrise, die daraus resultiert, ist auch, braucht auch eine regionale Intervention. Diese Rivalität, die ist detrimental, die ist schädlich für die Gesellschaft. Die regionale Intervention von Saudi-Arabien wurde zur Diplomatie zuerst. Es gab verschiedene internationale Konferenzen, wo Saudi-Arabien teilnahm, Friends of Syrian, Genf 1, 2, 3 und so weiter, durch die UNO und auch durch die Arabische Liga, um einzudämmen und diese Veränderung zu ersticken. Und um die arabischen Regime zu verbinden und zu alliieren hinter der saudischen Politik. Dann die Militärintervention. Bis anhin war sie direkt in Bahrain, indem man Bodentruppen entsandte und auch indirekte Natur durch Sponsoren von Rebellengruppen verschiedener politischer Couleur. Sie haben auch Finanzen eingesetzt. Saudi-Arabien ist ein reiches Land mit Ölressourcen. Obschon der Ölpreis kürzlich abgenommen hat, sind sie reich. Also der Ölreichtum wurde eingesetzt, um diesen Aufstand in Saudi-Arabien zu unterdrücken, insbesondere in ein paar Taschen. Denn Saudi-Arabien hatte nicht die gleichen Massenproteste, wie man anderswo in der arabischen Welt hatte. Sie hat nur so Taschen von Protest unter den Schiiten im Osten und auch in Zentral-Saudi-Arabien unter Sunniten, die anfingen zu demonstrieren und zu verlangen, dass die politischen Gefangenen faire Verfahren hätten. Und dann gab es diese Bestechungsstrategie zum Loyalismus hin. Dann gab es diese sektierische Verwandlung des Konflikts. Wir haben das in drei Kontexten gesehen, in Bahrain, Syrien und in Jemen. Von der saudischen Perspektive her gesehen, politisch, und auch von der Perspektive der saudisch-religiösen Gelehrten, die die Regierung unterstützen und die viel Zugang haben und die Bevölkerung auch beeinflussen wollen. Das ist also so sektiererisch geschehen hier, besonders das religiöse Establishment in Aufstand in Bahrain. Die Schiiten haben eine Verschwörung gehabt, vom Iran unterstützt gegen die Sunniten. Also ein Aufstand, der nach Demokratie ruft und dass Menschenrechte und Gerechtigkeit und Würde eingehalten würden, das hat sich ganz verändert im öffentlichen Diskurs, um den Aufstand in Bahrain zu unterminieren. Man nannte es schiitischen Aufstand und das half dann nicht, als einige Sektionen der schiitischen Bevölkerung Flaggen von Iran hochhielten oder Fotos von iranischen Gelehrten. Es gibt jetzt ein großes Fragezeichen, wieso sie das getan haben, aber das ist jetzt nicht mein Thema. In Syrien ebenfalls, was dort als demokratische Bewegung startete, die mehr Rechte und Würde wollte, wurde in einen sektiererischen Krieg verwandelt. Aus saudischer Perspektive sehen sie den Kampf in Damaskus als einen religiösen Krieg gegen die unterdrückten Sunniten, gegen die Aleviten, die als Schiiten betrachtet werden, als schiitische Minderheit, die sie regiert hatte dort. Es gibt also keinen Raum mehr für einen politischen Diskurs über Rechte und Zivilgesellschaft und Wahl, sondern der ganze Konflikt wird durch diese Spaltung von Sunniten und Schiiten betrachtet. Und im Jemen, das ist überraschenderweise ein Land, wo Sektarismus kein großes Thema war. Jemen, wie ein anderes arabisches Land, ist divers, was Ethnie anbelangt und Religion anbelangt, aber nicht so polarisiert wie andere arabische Länder
Und heute ist die Intervention von Saudi-Arabien in Jemen durch die Luftangriffe von einigen saudischen Gelehrten angesehen als religiöser Krieg der Sunniten gegen die Husis, die Saiden sind. Und die Saiden sind nicht wie die iranischen Schiiten. Das sind alles Gruppierungen, die man zusammenfasst als Schiiten. Auch die Aleviten, die Alawis, die schiitisch sind. Und einige würden sagen, sie sind nicht die Hauptschiiten und natürlich nicht wie die iranischen Schiiten. Aber sie werden alle als eine Gruppe betrachtet. Und die Kämpfe sind jetzt religiöse Kämpfe zwischen sektiererischen Gruppen. So, was geschah als Resultat von all diesen Strategien, die ich dargelegt habe? Die örtlichen Konsequenzen, die politische Perspektive, wo saudische Intervention stattgefunden hat, diplomatisch oder finanzieller Natur. Zuallererst Unterdrückung des friedlichen Protests und das Ableben der demokratischen Kräfte in der arabischen Welt. In Ländern wie Ägypten und Bahrain und anderen Orten gibt es keinen Raum mehr für demokratische Kräfte, denn der Kontext ist so polarisiert, so sektiererisch geworden, dass die, die noch eine demokratische Idee haben, jetzt einfach zur Seite gedrängt wurden, marginalisiert wurden. Die islamistischen Gruppen, die, ob es uns gefällt oder nicht, Teil dieses ganzen Gewebes sind in der arabischen Gesellschaft. Und es gibt auch Moderate unter ihnen. Wenn Sie dieses Buch lesen, das ich gerade veröffentlicht habe, dann sehen Sie, dass einige bereit sind, sich auf demokratische Prozesse einzulassen, auf die eine oder andere Weise. Sie sind nicht liberale Demokraten, sie sind vielleicht religiös, konservative Demokraten, aber wir können sie nicht einfach immer richten nach unseren eigenen Standards. Sie können nicht einfach das Produkt eines Parlaments im Westen sein. Wir müssen also ihre Erfahrung nach ihrem Standard beurteilen, nach gewissen Kriterien, die nicht ein Duplikat sind von dem, was wir hier haben. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, oh, in den Medien haben Sie sicher gehört, es gibt die liberalen Saudis, nicht wahr? Also glaubt mir, ich habe noch keinen liberalen Saudi getroffen. Wenn Sie denken, Liberalismus wäre, was Sie kennen unter Liberalismus. Es gibt Saudis, die möchten eine gewisse persönliche Freiheit. Aber ich traf noch keinen Liberalen, der ein gewähltes Parlament möchte, zum Beispiel. Ein saudischer Liberaler in diesem Sinn gibt es nicht. Sie wollen gewisse Limitierungen von den Kräften der politischen Regierung, um Einfluss auf ihr persönliches Leben zu nehmen. Das möchten sie. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist nicht der Mainstream und sie sind nicht eine sehr große Gruppe von Aktivisten. Was die Islamisten anbelangt, gibt es sehr viele Islamisten von den ganz strengen Gewalttätigen, aber es gibt auch strenge Nicht-Gewalttätige. Es gibt viele Radikale in der Geschichte, die auch nicht tolerant waren, aber trotzdem nicht gewalttätig waren. Sie können dann existieren in der Gesellschaft. In einer liberalen Demokratie gibt es Raum für Radikale, die nicht gewalttätig sind. Aber nach dem, was in Ägypten geschehen ist, hat sich dieser Trend fragmentiert und vielleicht einige dieser Mitglieder dazu geführt, radikalere Positionen und Strategien einzunehmen. Diese saudische Intervention hatte also schlimme Auswirkungen auf die politische Perspektive in der arabischen Welt. Der militante Islamismus stieg hoch, der jetzt eine Art Vakuum füllt. Es gibt keinen Raum mehr für friedlichen Protest. Aber was wir jetzt haben, ist die Macht. Und diejenigen, die Zwangsmaßnahmen einführen können durch ihre Mittel, IS ist das klassische Beispiel. Wenn man keine Zwangsmittel hat, dann hört man ja nicht auf einen. Aber wenn man Muskelstärke zeigt, dann hat man das Sagen und dann gewinnt man an territorialer Macht.
Die Intervention hat auch das Potenzial, diesen militärischen Konflikt zu verlängern und den Dissens anzuheizen. Seit 5 Jahren läuft das. Ohne regionale Intervention beider Seiten hätten wir wahrscheinlich jetzt einen Unterschied machen können in Bezug auf die Menschen, die unter diesem unter dieser Kriegsbedrohung leben. Vielleicht wäre ein Kompromiss möglich gewesen. Aber wenn diese regionalen Mächte dann entscheiden in Bezug auf die Ergebnisse des Kriegs, besonders die Saudis, die gesagt haben, sie akzeptieren nichts anderes als die Absetzung von Bashar al-Assad, und diese Verhandlung und Diplomatie ist dann plötzlich untergegangen darin. Die arabische Welt hat politisch gesehen auch eine Polarisierung erlebt. Das Mittelfeld geht verloren. Man kann nicht mehr neutral sein in der arabischen Welt. Das habe ich selber festgestellt. Zum Beispiel gestern war eine ismailische Moschee im südlichen Saudi-Arabien. Das ist als schiitisch betrachtet, ist aber anders als in Iran und Irak. Es gibt einige in Syrien und sie sind eine kleinere Minderheit. Wenn man Sympathie hat mit ihnen, dann heißt es, und dann die Sunniten, die in Syrien sterben. Man kann nicht mehr neutral sein. Man kann seine Menschlichkeit so nicht mehr erleben und die Toten solidarisch unterstützen, egal in welcher Sekte man ist. Alles ist so polarisiert, dass man immer eine Seite einnehmen muss. Und das ist ganz schwierig für Leute, neutral zu bleiben. Die Saudis wollen auch das Ergebnis dieser Aufstände, diktieren, wie in Syrien wurden, die disloyalen Regime absetzen, und es wird so sehr schwierig, Verhandlungen zu führen oder einen Kompromiss zu erreichen. Die Sprache des Kompromisses, die Sprache der Diplomatie geht verloren als Resultat dieser starken Polarisierung. Ökonomisch gesehen haben wir alle gesehen, was geschieht in der arabischen Welt als Resultat. Eine sehr schwache Wirtschaft, die schon verarmt ist, und das wurde noch schlimmer. Und es gibt ein großes Problem, und das ist die größere Abhängigkeit verschiedener arabischer Regionen von saudischer Hilfe und anderer Hilfe, wenn sie loyal bleiben. Das ist die Bedingung. Seit den Luftangriffen auf Jemen hat Saudi-Arabien sehr viel Interesse gezeigt, dass Ägypten Truppen senden würde, damit diese nach Jemen gingen. Und General Sisi, obschon er viel Hilfe von Saudi-Arabien angenommen hat, hat Widerstand geleistet und wollte nicht Massen von Truppen, Bodentruppen nach Saudi-Arabien schicken. Irak will nicht das Opfer sein. Er hat schon genügend Probleme in Ägypten. Und es gibt immer Kosten verbunden mit der Hilfe, die Saudi-Arabien gibt. Es heißt sozusagen, wir helfen anderen Muslimen und anderen Arabern. Unter diesem Deckmantel geht es aber um die Loyalität gegenüber dem saudischen Regime und der Verlust der Unabhängigkeit. Das wird dann kritisch und wirtschaftlich gesehen sehr schwierig für die Empfängerländer, die Hilfe empfangen. Die Zerstörung von Infrastruktur in Konfliktzonen ist massiv, in Syrien, in Jemen. Das wird wahrscheinlich Generationen brauchen, bis diese Wirtschaften wieder aufgebaut werden und die Wirtschaft. Dann die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch in der arabischen Welt, sehr, sehr hoch, und jetzt ist es noch schlimmer geworden damit. Dann gibt es auch die verlorene Generation, so nenne ich sie. Wir haben das ganz lebhaft gesehen in einem Fall von Kindern, besonders syrische Flüchtlingskinder, die nach Libanon flüchteten, ganz junge, kleine Kinder,
die arbeiten als Portiers in Supermärkten und tragen die Einkäufe von Leuten zu den Autos der Leute und geben dann 2000 libanesische Pfund dafür. Das ist nichts. Und diese Kinder haben keine Schule, überhaupt keinen Schulbesuch. Siebenjährig, achtjährig sind die zum Teil und können die Ausbildung nicht einmal beginnen. Was geschieht in 10 Jahren? Sie werden Analphabeten sein und nach der Massenausbildungswelle 1950 in der arabischen Welt, als die Regime anfingen, die Massen auszubilden, ging Analphabetismus zurück. Aber jetzt haben wir eine verlorene Generation und die wird wieder Analphabeten sein im 21. Jahrhundert. Zum ersten Mal wieder wird es die geben dort. Die sozialen Auswirkungen, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass die saudische Expansion, sei es religiöser Art oder wirtschaftlicher Art, politischer Art und so weiter, eine Auswirkung auf die Geschlechterfrage hat und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Das saudische Modell der Geschlechtertrennung, dass Frauen den Rücksitz einnehmen, was die Ermächtigung angeht, die Ausbildung, die Arbeitsausübung, all diese Ungleichheiten sind jetzt das übliche Modell in der arabischen Welt und werden propagiert als das islamische Modell. Aber es ist ein saudisches Modell, das exportiert wurde in andere arabische Länder als Resultat der Medien, der Satellitenschüsseln und der religiösen Ausbildung und Büchern, die gesponsert werden und überall auf der Welt herumgeschickt werden. Das saudische Modell, das sehr spezifisch war für den saudischen Kontext, kulturell und geografisch gesehen für die Halbinsel Arabiens, das ist eine Minoritätssekte, kann man sagen, wurde zur Norm. Und jede andere Form, Muslim zu sein, wurde schwierig auszuüben. Entweder folgt man dem saudischen Modell und man ist so Muslim, oder man wird gebrandmarkt als Nicht-Muslim. Das wurde sehr schwierig. Es gab Belästigung und Marginalisierung von Frauen, die es wagen, diese Normen in Frage zu stellen und diese Ungleichheiten. Und das hat zugenommen als Resultat davon, ganz einfach, weil die Gesellschaften, wo dieses saudische Modell eingedrungen ist, es sich nicht gewohnt sind, dass diese Ungleichheiten unter den Geschlechtern thematisiert werden. Tunesien, Nordafrika, Ägypten und in all diesen Ländern, dort mussten die Frauen arbeiten, um sich ein Lebensunterhalt zu verdienen. Es gab also nicht diese Geschlechterungleichheit so vorher. Und wenn man jetzt plötzlich sagt, Frauen müssen zu Hause bleiben, dann gibt das dort einen Konflikt. Und das führt dann zu Belästigung und es gibt mehr Belästigung von Frauen auf der Straße. Das ist wirklich zunehmend feststellbar. Und dieses Saudi-Modell wurde populär und exportiert und es gibt dadurch mehr Intoleranz gegenüber sozialer Diversität und sozialem Pluralismus. Jetzt wollen wir religiöse Gruppen betrachten. Eine der Schönheiten im Nahen Osten, in der arabischen Welt, ist die Diversität ethnischer und religiöser Gruppen. Das ist etwas sehr Einzigartiges. Die europäischen Länder waren homogener. Diese religiöse Diversität, wo ethnische Gruppen und religiöse Gruppen zusammenlebten, ich denke jetzt das nicht so nostalgisch an die Vergangenheit, dass alle glücklich waren und Christen und Muslime so friedlich zusammenlebten. Das wäre historisch gesehen auch ein Fehler. Aber wie alle diversen Gesellschaften gibt es historische Momente, wo es Konflikte gab zwischen den Gemeinschaften und auch wo Frieden herrschte. Wir wollen uns nichts vormachen und sagen, bevor all das jetzt geschehen ist, waren die Menschen glücklich und lebten friedlich und heirateten einander. Nein, das stimmt nicht. Als Gelehrte muss ich die historischen Tatsachen anschauen. Es gab Massaker, es gab Reinigungen, sogenannte. Und was jetzt anders ist, ist diese Sektarisierung. Politische Konflikte, die politisch hätten gelöst werden können, werden zu religiösen Konflikten.
Und das ist etwas, das zu einer tiefen Spaltung führt zwischen den Sunniten und Schiiten, den zwei Lagern im Islam. Und einige Leute denken, oh, die Sunniten und Schiiten haben sich immer schon gehasst, das geht auf 7. Jahrhundert zurück. Das stimmt nicht. Es gibt Momente, wo die religiöse Identität politisiert wird, auf beiden Seiten, schiitischer und sunnitischerseits, wo das politisiert wird, damit man eine gewisse Gleichheit oder Vorteile gewinnen könnte. Und was wir jetzt gesehen haben, ist diese Sektarisierung. Das ist die einzige Art, um seine Sache vorwärts zu treiben als Sunnit oder Schiit. Andere religiösen Minderheiten, und das könnte einige von Ihnen hier interessieren, die Intoleranz von religiösen Minoritäten. Etwas, was in Saudi-Arabien ist, Saudi-Arabien war immer hauptsächlich muslimisch. Die christliche Gemeinschaft, die dort lebt, das sind Immigranten. Und hauptsächlich aus anderen arabischen Ländern, Libanon, Syrien und so weiter, oder aus Asien oder vom Westen. Sicher wissen Sie, dass Sie Ihren Glauben nur sehr restriktiv ausüben können. Ich erinnere mich, als ich Forschung betrieb über Immigranten in London vor ein paar Jahren, ging ich in ein Zentrum, wo eine philippinische Frau, die mit ihrem Arbeitgeber nach London gekommen war und dann flüchtete. Man nennt sie die Philippina-Flüchtlinge, die wegrennen, weil ihre Löhne klein sind und weil sie unabhängig sein möchten. Deshalb rennen sie weg von den Familien, die sie mitnehmen, und sie gehen dann in einen Unterschlupf in West London, wo irgendwelche Menschenrechtsaktivisten oder Fürsprecher sie schützen. Zuerst brauchen sie wieder ihren Pass, denn die Arbeitgeber hatten ihren Pass weggenommen. Und einige erzählen dann Geschichten, wie eine Frau, die sagte, sie sei Christin, eine Philippiner, eine Christin, Katholikin, und sie hat ihr Kreuz versteckt in ihrer Tasche bzw. Koffer, sehr gut behütet, weil sie wusste, der Arbeitgeber würde es nicht zulassen, dass sie dieses Kreuz hätte, würde es zerstören. Dann gibt es eine andere Geschichte, auch wichtig, das ist, was mit diesen Menschen geschieht, wenn sie sterben in Saudi-Arabien. Katholiken aus Goa, den Philippinen und anderen Ländern, die haben keine Möglichkeit, eine Zeremonie für die Toten abzuhalten. Und das hat eine große Auswirkung auf diese schlecht bezahlten Hausangestellten oder manuellen Arbeiten aus anderen Ländern. Ich hörte Geschichten über einige von ihnen, die sagten, was sie tun, sie haben nicht genügend Geld, um den Leichnam zurückzuschiffen in ihr Land, und der Arbeitgeber bezahlt es nicht, und die Eltern, das Land beziehungsweise die Verwandten in den Philippinen können diese Rückführung des Leichnams nicht bezahlen. Dann geht eine Gruppe in die Wüste und beerdigt ihre Toten dort, weil sie keine religiöse Zeremonie abhalten dürfen, keine Kirche haben dürfen. Und das ist eine unmenschliche Situation, das muss sich ändern. Aber mit dieser starken saudischen Intervention in der arabischen Welt glaube ich, dass religiöse Minoritäten, die immer schon dort gelebt haben, jetzt ein Konzept sind für die Saudis, das nicht existiert. In ihrem Konzept gibt es keine Freiheit für irgendwelche religiösen Minoritäten. Ich erinnere mich, ich wuchs auf in Saudi-Arabien in den 60er und 70er Jahren. Hatten wir das Wort Schiit nie gehört, ob Sie es glauben oder nicht. Es war nicht in unserem Horizont, ob schon 10% Schiiten sind in Saudi-Arabien, hatten wir dieses Wort nie gehört. Wir hatten sie durcheinander gebracht mit Schiit, das sind die Kommunisten. Und es gab einen Grund, weshalb, weil die Schiiten in der östlichen Provinz die ersten Leute waren, die rekrutiert wurden in die Ölfirmen in Aramco, und sie gerieten unter den Einfluss von kommunistischen Ideen in den 50er und 60er Jahren. Und deshalb sagte man, die Schiiten wären Kommunisten. Im Irak trifft das sogar noch zu auf viele von ihnen. Also
Als ich einen Schiiten zum ersten Mal traf, das war im Libanon, ich hatte nie solche gesehen vorher und dann gab es diese Geschichten, die seien anders und so weiter. Der Punkt, den ich mache, ist, wenn Sie in Riad sind, dann ist die religiöse Unterschiedlichkeit nicht eine erlebte Realität, außer vielleicht man sagt, ein Immigrant und der ist hier nur, um zu arbeiten. Es gibt also keine diverse Gesellschaft. Deshalb ist diese religiöse Diversität in der arabischen Welt so schwierig zu verstehen. Was wir auch gesehen haben in der letzten Dekade ist, dass die Abwanderung religiöser Minoritäten stark stattfand, die palästinensische christliche Bevölkerung unter der israelischen Besendung, dann nach Libanon, die Assyrer und so weiter. Ich habe mit John darüber gesprochen, über meine Forschung aus 1990, über die irakischen Assyrer. Die gehören dem östlichen Christentum an. Wieso gingen die nach Ruanda, habe ich untersucht. Und die Notlage dieser Gruppe, das geht Jahrhunderte zurück. Aber sie existierten in Irak und waren lebendige Gemeinschaften. Und heute gab es diese Migration, die schnell stattfindet. Und sie versuchen, das Land zu verlassen. Das ist ein Verlust für den Nahen Osten, die religiöse Diversität zu verlieren. Und es gibt großen Druck, die religiöse Einstellung zu homogenisieren. Wenn man heute anders ist, sei das religiös, ob man religiös sei oder nicht, dann ist man kriminalisiert. Religiöse Unterschiede werden kriminalisiert als Resultat davon. Es gibt diesen Druck, dass man die Muslime homogenisiert und dass man alle anderen religiösen Gruppen ablehnt. Wir kommen jetzt zu den Lösungen. Tut mir leid, ich habe ein sehr düsteres Bild gemalt. Aber wir müssen wirklich diese Tatsachen anschauen, wie sie sind, und nicht einfach uns Illusionen hingeben. Ich glaube, in der arabischen Welt gab es viel Schaden durch die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Irak und Iran. Ich will jetzt nicht Saudi-Arabien nur die Schuld zuschieben, denn es gibt einen politischen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und man muss das anschauen näher, um zu verstehen, was all die negativen Konsequenzen davon sind. Um zu verstehen, was geschehen ist mit dem Aufstand in Arabien und wieso die arabische Welt ins Chaos versunken ist und in dieses Blutvergießen, da müssen wir diese Rivalität verstehen. Dann gibt es eine andere internationale Rivalität zwischen den USA und Russland. Und als Resultat davon gibt es größere Polarisierung. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die USA die hegemonische Macht. Mit nur wenigen kleinen anderen Regimen, eine sehr stark begrenzte Zahl, die da auf Distanz gingen zur USA, Libyen zum Beispiel, Syrien und Irak vor 2003. Zusätzlich zu dieser zum kalten Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien, der ist zwar nicht kalt, der ist sehr heiß und hat zu viel Schaden geführt, sehen wir, dass es einen anderen solchen Krieg gibt zwischen den USA und Russland, der auch zu dieser Polarisierung führt. Und diese neue Entwicklung, die besorgniserregend ist für das saudische Regime, ist diese Fähigkeit, dann sich zu engagieren in einer direkten militärischen Intervention. Das ist etwas sehr Neues, eine neue Ausrichtung in der Außenpolitik in Saudi-Arabien durch Luftangriffe. Als König Abdullah an der Macht war, gab es Verhandlungen, dass Saudis in der Lage wären, Luftangriffe durchzuführen, aber er hat es nie gewagt, irgendjemanden anzugreifen, außer durch Stellvertreter. Aber jetzt sehen wir, dass es da aus innenpolitischen Gründen einen vigoröseren
eine vigorösere Art des Vorgehens gibt. Sie wollen das Militär einsetzen nach mehreren Dekaden, wo verschiedene westliche Mächte aufrüsteten. Auch die Schweiz rüstete auf in dieser Region und durch die USA. Diese Waffen gaben dem Saudi-Regime Macht und erlaubten ihm, militärische Technologie einzukaufen und Ausbildung durchzuführen. Das saudische Training wird von westlichen Mächten hauptsächlich durchgeführt. Das Argument, das ich in London gehört habe, als wir die westlichen Regierungen herausforderten: Wieso verkaufen sie weiterhin Waffen an Regime, die so diktatorisch sind und keine Menschenrechte respektieren und die einen kontrarevolutionären Trend generieren? Dann haben sie gesagt, in einem offenen Waffenmarkt, wenn wir sie nicht verkaufen, werden die Franzosen sie verkaufen. Das höre ich in London. Ich weiß nicht, was die Schweizer sagen, ob die Schweizer den Saudis Waffen verkaufen, ob sie sagen würde, auch sonst verkauft sie ja eh jemand anders. Aber wenn man sich um diese Punkte kümmert, das geht weiter hinaus als nur die arabische Region. Man muss das global betrachten. Man muss eine globale Lösung suchen für die Bewaffnung und Aufrüstung, die dazu führt, dass so ein Chaos noch größer wird und überhaupt entsteht in der arabischen Welt. Diese Luftangriffe haben kein positives Resultat gehabt. 7 Monate wurden die ärmsten Länder bombardiert, Jemen hauptsächlich, und wir haben keine gütliche Lösung daraus hervorgehen sehen, sondern mehr Polarisierung und Zerstörung von Infrastruktur und Hungersnot und humanitäre Krise waren das Resultat. Nicht zu erwähnen die erhöhte Militarisierung und Zunahme in der Radikalisierung. Schlussendlich glaube ich, dass dieses hartnäckige saudische Regierungsmodell und die religiösen Ausrichtungen und die Normen sozialer und kultureller Art gefördert wurden durch dieses Empowerment des saudischen Regimes und die Unterstützung durch auch die westlichen Alliierten von Saudi-Arabien. Es gibt eine zunehmende Polarisierung in der arabischen Welt. Und so gibt es kaum noch Raum für demokratische Kräfte in der Gegenwart oder nahen Zukunft. Vielleicht werden wir einmal eine Veränderung sehen, aber im Moment sehe ich gar nichts am Horizont. Das Saudi-Regime, solange es noch genügend Macht und Ressourcen hat, sehen wir nicht so, sondern sie nehmen Einfluss außerhalb Saudi-Arabiens. Wenn das aufhört, dann würden wir vielleicht eine Veränderung sehen können. Dann gibt es mehr Abhängigkeit der örtlichen Volkswirtschaften in Bezug auf den Reichtum oder vom Reichtum Saudi-Arabiens. Und das hat wichtige Konsequenzen für die Länder und die Region. Die Ölpreise, die werden runtergehen. Das wird zu einem Problem führen in Saudi-Arabien. Und das wird Auswirkungen haben für die Innenpolitik. Die Frage ist dann, ob sie diese Geldpolitik und dieses Verteilen von Reichtum werden aufrechterhalten können. Und auch die Jugendlichen, die aufstehen werden und die ausgebildet sind und Jobs brauchen, ob sie dann nicht mehr innenpolitisch ausgeben müssen oder ob sie noch auswärts so viel ausgeben können, das ist fraglich. Wir werden sehen. Und ich glaube, schlussendlich, was wir auch sehen als Resultat all diesem, ist das zunehmende religiösen Nationalismus. Dieser Nationalismus versucht, die Menschen zu homogenisieren, die von verschiedenen religiösen Hintergründen kommen. Das ist eine Katastrophe. Es ist verbunden mit Diktatorenschaft. Man kann unter einem Diktator nicht den Menschen vorschreiben, sich zu verbinden, vereinigen. Vielleicht unter Zwang tun sie es, aber das ist nur oberflächlich. Das ist sehr gefährlich, führt zu Genozid und anderen Dingen und ist in ein paar Regionen in der arabischen Welt vorgekommen. Und was wir jetzt sehen, ist, und wahrscheinlich noch schlimmer,
als der arabische säkuläre Nationalismus. Das ist der religiöse Nationalismus. Und die religiösen Minoriteten sind die ersten Opfer, denn der religiöse Nationalismus will die Glaubensrichtungen der Menschen homogenisieren und ihre religiösen Praktiken. Wenn sie auch Muslime sind, aber nicht praktizieren wie die Muslime in Saudi-Arabien, werden sie auch Probleme haben. Und dann noch mehr für Christen und Jesiden und so weiter. Dieser religiöse Nationalismus ist im Aufschwung in der arabischen Welt mit dieser Polarisierung und das wird schlimme Auswirkungen auf Frieden und Harmonie haben. Und ich glaube, dass niemand sich schützen kann davor, denn heute in der globalen Welt könnten wir diese Spannungen auch hier haben, auch an Orten, wo man nicht in der arabischen Welt ist, in Europa und anderswo. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.